war, als ich mit Benfica Lissabon auf dem Platz stehen im Champions League-Spiel gegen Leverkusen und die wunderbare Hymne hören. Das war für mich ein sehr prägender Moment. Superkraft. Dann würde ich wählen, dass meine Liebsten um mich kommen und all die Personen, die ich nicht kann oder die ich etwas bewirken kann, dass die alle gesund bleiben. Dann hätte ich es wahrscheinlich als Schauspieler probiert. Nein, die ist ein Begleiter von mir. Der ist nicht an meiner Seite, aber eben, mittlerweile ist Handy halt so variabel einsetzbar, dass ich mit dem alles mache. Ich kann mit den Freunden in Kontakt bleiben, ich kann mit der Familie in Kontakt bleiben. Ich habe Termine drauf und von dem her ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Teil. Immer mehr interessant wurde, je älter ich geworden bin. Ich finde es zum einen, finde ich es ästhetisch schön. Zum anderen gefällt es mir auch, dass es für Leute eine Bedeutung hat und somit ein bisschen einen Teil für ihr Leben beschreibt. Ich war früher immer ein grosser Fan von Steven Gerrard. Ich kann die gleiche Position wie er in der Ausbildung. Dann war mein Onkel immer ein grosses Vorbild für mich, weil er immer ein Arbeiter war, ein Leader für die Mannschaft, die er gespielt hat. Und für mich immer auch ein Vorbild vom Charakter her. Ja. Ich schaue gar keine Serie. Null. Keine. Nie? Ich bin nicht Fan von Serien. Nein. Bewusst? Ein Verzicht, ja, damit nicht eine Sucht gratis ist? Ja, nein. Ich finde einfach, dass man so viel Zeit vor dem Fernseher verbringt mit diesen Serien, dass ich das lieber anders nutze. Aber also Filme schaust? Auch nur im Kino. Nur im Kino. Leute zu verlieren, die mir nicht stehen. Mein wertvollster Tauschtrikot. Ja, viele schöne Trikots daheim, die ich tauschen darf. Ich durfte mit dem Scott-Test tauschen, Sutter, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Also, darum würde ich jeden Punkt mit dem Scott geben. Sehr breit gefächertes Spektrum. Also, ich bin grosser Fan von Hip-Hop. Oldschool, Newschool bin ich eigentlich auch variabel. Dann ja, ich habe gerne mal klassische Musik, es kommt ein bisschen auf den Moment drauf an. Es muss sein, dass mich die Welt von Harry Potter immer ein bisschen fasziniert hat als Kleine. Also ich hätte gerne mal in diesem Film mal eine Rolle gehabt. Ja. So ein Dumbledore? Ja, yeah, vielleicht eher der Harry. Ja. Ich habe mir ein paar schöne Hosen gekauft, die ich immer wollte. Ja. Über mich selber. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt, den ich vielen Leuten wünschen würde, dass man über sich selber ein bisschen mehr lachen kann. Ja, das ist mein Arbeitgeber. Ich gebe alles für die Farbe, für den Verein. Das war für mich immer wichtig. Und darum ist es für mich absolute Leidenschaft jetzt für IB.